Guten Tag, mein Name ist Christian Markus, ich bin PLM-Berater bei der Coristo GmbH und würde Ihnen heute gerne eine kleine Lösung von uns vorstellen, den Coristo SAP Object Structure Explorer. Und da möchte ich beginnen mit einem kleinen Übersicht, worum es sich bei dieser Lösung handelt. Es handelt sich um eine leichtgewichtige Lösung, um Dokumente und Strukturen in SAP zu browsen und sich dann eben die entsprechenden Dokumente und Originale auch anzeigen zu lassen. Die Lösung kommt mit Viewern für die gebräuchlichsten Dokumenten-Originalformate wie VDS, PDF und JPEG-Files, ist dabei hoch anpassbar an Ihre Business-Szenarien und ja, kommt zu dem Gedanken der Single Source of Truth etwas näher und ermöglicht auch die papierlose Fertigung. Ja, warum brauchen wir das Ganze jetzt? Wir haben ja eigentlich mit SAP, mit seiner redundanzfreien Datenbank, schon mal unseren, ja, wie man heute gerne sagt, Digital Core, wo eben unsere ganzen Daten und Dokumente abgelegt sind. Und ja, grundsätzlich wollen wir das auch einfach als unsere Wahrheitsquelle sozusagen nutzen. Und das egal, ob wir jetzt die identischen Daten zu einem Routing aufrufen wollen, zu einem Fertigungsauftrag, einfach zu einem Material oder auch einer Dokumentenstruktur oder auch einem technischen Platz. Das geht natürlich auch, aber wenn wir uns das etwas genauer anschauen, das Ganze bedeutet jetzt, schauen wir mal einfach ja, nach einem Dokument, beziehungsweise einem Original eines Dokuments, das an einem Material hängt in SAP. Naja, gut. Zunächst muss ich mich natürlich anmelden, kann man auch als gegeben ansehen, klar. Dann rufe ich mir die MM03 auf, also Anzeige des Materialstamms. Dann gehe ich wieder weiter zu den zusätzlichen Daten, finde dort erstmal mein Dokument, rufe das Ganze dann in der CV03N, also der Anzeige des Dokumentenstammsatzes auf, Dokumenteninfosatzes auf und dort kann ich dann mein Original auswählen und anzeigen lassen. Das ist jetzt nicht wirklich einfach, nicht sehr zugänglich und vor allem, wenn man unterwegs ist und immer wieder auf VPN angewiesen ist. Und naja, entsprechend gibt es Workarounds. Da könnte man sich denken, ach, dann verteile ich die Daten einfach an die Leute, die es interessiert. Das ist natürlich gerade bei Änderungen sehr fehleranfällig. Ich kann meine Daten auch nochmal an ein weiteres System geben, das eben besser zugänglich ist. Ist natürlich dann auch eben ja, wird eine Redundanz natürlich auch erzeugt und das ist ein großer Aufwand. Und ja, auch im einfachen Fall, dass die Leute alle problemlosen Zugang hier zu unserem SAP-System haben, kann immer noch der Fall aufkommen, dass wenig geübte Benutzer dann doch immer mal wieder nachfragen müssen bei denen, die sich damit besser auskennen. Ja, aber das kostet natürlich dann auch wieder Zeit, und zwar beide der beiden. Und das ist natürlich auch nicht gut. Oh. Wie sieht das Ganze dann aus mit unserem Object Document Explorer? Tja, wir starten den, geben hier jetzt zum Beispiel Material an und können im nächsten Schritt direkt das Original auswählen und anschauen. Also das Original aus dem anhängigen Dokument. Das Ganze ist dann aber auch genauso einfach für den Fertigungsauftrag. Und die Liste oben wäre deutlich länger, wenn wir hier jetzt auch noch über den Fertigungsauftrag gehen würden. Da wiederum alle möglichen Dokumente anschauen zu Vorgängen, also sprich Fertigungshilfsmittel oder auch den Materialien dort die Dokumente anschauen wollen. Ja, hier gebe ich einfach meinen Fertigungsauftrag ein und browse an die richtige Stelle, selektiere und betrachte mein Dokumentenoriginal. Und ja, das ist noch nicht ganz alles, denn eine Idee ist natürlich, dass wir das auch auf mobilen Devices nutzen können. Und zum Beispiel zum Aufruf des entsprechenden Objektes, der entsprechenden Struktur auch einen QR-Code-Scan nutzen können. Und das ist dann natürlich nochmal stark vereinfacht und vor allem ja, in der Fertigung auch on-site zu nutzen. Dann ja, haben wir also zwei Wege. Der eine setzt erstmal eine relativ gute Erfahrung mit SAP voraus, also zumindest eine gewisse. Aber selbst dann kostet es einfach noch Zeit
Und das, sich da durchzuklicken, ist jetzt auch nicht in der Jobbeschreibung von irgendwem. Also es ist einfach Zeit, die ich brauche, die einfach keinen Mehrwert hat für mich. Auf diesem unteren Weg hier brauche ich nicht wirklich SAP-Erfahrung. Relativ zum SAP-Standard spare ich Zeit und mit dieser Zeit kann ich dann auch meinen eigentlichen Job machen. Ja. Wenn ich dann hierzu nochmal zurückkomme, um das nochmal zusammenzufassen, sehen wir also im SAP-Standard, können wir uns durch die Standardtransaktionen klicken. Das kostet allerdings Zeit. Das Ganze ist nicht anpassbar an Ihre eigenen Business-Szenarien und macht entsprechend keinen Spaß. Der Koristo Explorer hingegen bietet uns einen direkten Zugang zu unserem Digital Core, den wir damit ein bisschen weiter aufschließen und spart uns dabei Zeit. Ist hoch anpassbar an eigenen Business-Szenarien und kann für jeden Anwender dann eben auch anders aussehen. Und dann macht das Ganze doch schon viel mehr Spaß. Schauen wir noch ein bisschen mehr im Detail drauf. Ja, also unser Explorer ist einfach ein Weg, sich Dokumente in SAP zu einem Business-Objekt anzeigen zu lassen, beziehungsweise eben die Originale des Dokumentinfosatzes. Und das können alle möglichen Business-Objekte sein. Hier haben wir mal beispielhaft Fertigungsauftrag, den Arbeitsplan, Instandhaltungsauftrag, den Materialstamm, aber auch zum Beispiel ein Netzplan ist hier genauso möglich und das Ganze ist auch beliebig erweiterbar um weitere SAP-Business-Objekte. Die Informationen, die wir uns anzeigen lassen, holen wir uns direkt aus dem SAP Backbone. Das heißt, das Ganze ist redundanzfrei und natürlich auch immer aktuell bei jeder Auflösung. Das Ganze ist leicht zu navigieren und die Information, die wir angezeigt bekommen, ist eben reduziert auf unsere Ansprüche aus unserem Use Case. Und ja, diese Navigation verhält sich im Prinzip auch unabhängig vom Business-Objekt. Das heißt, ich habe hier eine einfache und intuitive Navigation. Und ja, wie schon gesagt, ich kriege auch nur die Informationen angezeigt, die ich hier wirklich sehen will. Das ist einfach eine Einstellungssache. Ich kann zum Beispiel sagen, gewisse Dokumentenarten, die brauche ich an der Stelle gar nicht, die brauche ich an diesem Arbeitsplatz gar nicht, die lasse ich gar nicht erst mit aufpoppen. Und das heißt, ich bin einfach schneller am Ziel und muss mich nicht erst durchwühlen, bis ich bei den für mich relevanten Informationen ankomme. Ja, Anzeige verschiedener Dokumententypen ist natürlich möglich und die Anzeige der entsprechenden Originale läuft dann eben auch in place über Viewer, die wir ja dabei haben, für zum Beispiel PDF, JPEG, VDS. Und ja, das heißt natürlich auch, dass wir unsere 3D-Daten hier auch direkt anzeigen und nutzen können, wenn wir sie dann zu unseren Produkten und Teilen haben. Dann, last but not least, ist das Ganze eben leicht zu erweitern und leicht anzupassen. Das kommt einerseits daher, dass wir ein eigenes Customizing haben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die Kontexte, die Art, wie die Objekte dargestellt werden, was dargestellt wird, wie wir die Sachen benennen, können wir alles in einer ganz gewohnten SAP Customizing-Transaktion einstellen. Und wenn wir einen neuen Kontext, also Kontext erschließt immer wieder ein Business-Objekt, müssen wir nur eine Klasse implementieren, die die Auflösung hier steuert. Und ja, auch das Reinbringen eigener Logiken, zum Beispiel über Bodies, ist hier kein Problem. Und ja, das Ganze schauen wir uns dann einmal in Action an. Das habe ich ja auch einmal schon mal vorbereitet, indem ich mich einfach schon mal angemeldet habe in diesem Cockpit. Und jetzt sehen wir hier eben die ganzen Kontexte, die wir hier in dem Demonstrator dabei haben. Kontext, wie gesagt, ein Kontext erschließt immer ein Business-Objekt, steuert, wie die Auflösung dazu geschieht. Also könnten wir jetzt auch verschiedene Arten von Auflösungen zu diesen Objekten hinterlegen und
je nachdem, was meine Aufgabe ist, habe ich dann diesen Kontext eben im Zugriff oder auch nicht. Das heißt, das ist jetzt mehr die Demo-Variante. An dem konkreten Arbeitsplatz wäre das Ganze natürlich eben auch genau an diese Bedürfnisse angepasst. Ja, um meine Objekte zu finden, habe ich natürlich auch Suchhilfen zur Verfügung, dabei auch verschiedene, hier einfach eine Auswahl aus den Standard-Suchhilfen, die ich in SAP gewohnt bin. Lässt sich eben bestimmen, welche will ich hier drin nutzen. Lässt sich natürlich auch gegebenenfalls entsprechend erweitern, wie ich das will. Jetzt, um etwas Zeit zu sparen, bediene ich mich hier mal bei einem weiteren Feature des Ganzen, und zwar haben wir die Kontext-Historie, wie viele historische Aufrufe mir hier angezeigt werden, auch wieder Frage Customizing. Und genau, in dem Fall schauen wir uns mal das Material 14.869 an, ein E-Scooter, den man vielleicht aus anderen Demos von uns auch schon kennt. Und dann sehen wir eben, ich habe für mein Material, zu dem Material habe ich verschiedene Dokumente zugeordnet und in den Dokumenten dann entsprechende Originale, die ich hier dann eben auch direkt anklicken kann. Und ja, hier ist es jetzt zum Beispiel eben VDS-File von diesem E-Scooter. Das dauert eine Sekunde, das File jetzt zu laden. Aber ich muss nichts mehr machen. Ich komme direkt hin, kann mir diesen E-Scooter hier anschauen. Geht aber natürlich nicht nur mit diesen 3D-Daten, sondern auch mit Zeichnungen oder Datenblättern, also mit JPEG oder PDF, um es mal allgemein zu sagen. Und so, ja, habe ich einen schnellen, direkten Zugriff auf alle Daten, die hier dranhängen, alle Dokumente, die hier dranhängen. Dann schauen wir uns noch ein, zwei Kontexte an. Nehmen wir mal das Dokument. Zu diesem Dokument gibt es eine Dokumentenstückliste. Und diese Dokumentenstückliste wird mir jetzt auch aufgerufen. Das heißt, ich kann hier über diese ganze Dokumentenstruktur hinweg browsen und mir die entsprechenden Dokumentenoriginale hier aufrufen. Ja, hier sind es auch, also hier sind es im Wesentlichen jetzt 3D-Dateien dazu und vielleicht noch mal Thumbnails. Aber das Spannende ist hier jetzt auch schon nicht mehr unbedingt die Anzeigemöglichkeit, das haben wir schon gesehen, sondern einfach die Auflösung dieser ganzen Stückliste. Also ich komme hier wirklich an die Informationen in dieser Dokumentenstückliste sehr direkt dran, ohne ständig ja, mich weiterzuklicken in einen Neustart einer Transaktion und so weiter. Das ist also schon stark vereinfacht. Dann ja, sehen wir haben hier noch ein Batch, wir haben einen Arbeitsplan. Schauen wir uns vielleicht noch den Fertigungsauftrag an. Ja, durchaus ein komplexes Gebilde. Ne? Wir haben nicht nur die Materialien, wir haben einen Arbeitsplan dabei. Und über den dann vielleicht auch noch Fertigungshilfsmittel und solche Sachen. Und ja, wenn wir uns das dann anschauen, sehen wir einerseits, ich finde zu meinem Fertigungsauftrag erstmal das Material, was hier gefertigt wird. Das ist unser E-Scooter. Dann finden wir hier wieder genau die Dokumente zu diesem Material, die wir schon kennen aus dem Aufruf direkt des Materials. Habt ihr hier natürlich genauso im Zugriff, um ja einfach nochmal dasselbe Dokument aufzurufen. Ja, und das ist jetzt schon mal ein Schritt gespart. Ne? Ich gucke nicht im Fertigungsauftrag, welches Material, gehe dann zum Material, gehe zum Dokument und so weiter. Und dann sehen wir weiter die Vorgänge des Arbeitsplans, des Fertigungsauftrags und hier jetzt dasselbe nochmal als Fertigungshilfsmittel. Also das ist jetzt der Unterschied. Der Inhalt in dem Fall ist tatsächlich identisch. Das ist derselbe E-Scooter nochmal in 3D. Aber jetzt ist es eben Fertigungshilfsmittel aus dem Arbeitsplan. Dann haben wir ja nicht nur unser Kopfmaterial, ne, der Stückliste, wenn man so will, die hier hinter dem Fertigungsauftrag steht, sondern auch die ganzen anderen Komponenten, zu denen wir dann natürlich auch
entsprechend Dokumente, Originale finden. Ja, wie hier ein Inspection Report oder auch nochmal Zeichnungen des entsprechenden Objektes. Und ja, wie gesagt, was hier angezeigt wird, welche Dokumente, das wiederum ist dann Frage der Anpassung an den entsprechenden Business Case. Wie gesagt, hier im Vordergrund steht erstmal, wie schön schnell ich an all diese Daten komme. Und das bleibt auch das Thema, auch wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal nur kurz hier eine technische Platzstruktur aufrufe. Dann sehen wir auch, ich finde hier die Auflösung der Dokumente zu dieser Struktur, zu einzelnen einzelnen Equipments und ja, eben auch die ganze Struktur mit ihren technischen Plätzen hier weiter runter und habe die Daten so schnell im Zugriff. Und ja, als Eye-Candy nehmen wir hier zum Abschluss nochmal auch hier das 3D-File mit. Und haben hier unsere Verpackungsanlage. Ja, was noch ganz schön ist, was ich jetzt hier leider in dieser Sekunde nicht zeigen kann, weil es einfach im gebastelten in Demo ein bisschen Aufwand wäre, ist, dass wir auch eine Verknüpfung schaffen können zwischen 3D-File und Komponenten auf der linken Seite oder Objekten auf der linken Seite, dass ich was im Bild auswähle und dann entsprechend in der Struktur an die entsprechende Position browse. Wie gesagt, hier ist nicht zeigbar. Ja, und damit kehre ich dann nochmal zur Präsentation zurück und schauen wir nochmal auf, zusammengefasst auf die Vorteile, die jetzt Koristo SAP Object Document Explorer bietet. Wir haben gesehen, wir können hier ganz leicht Dateien in SAP zu den korrespondierenden Objekten und Strukturen, mit denen wir arbeiten, aufrufen. Wir haben hier ein sehr einfach gehaltenes, aber doch mächtiges Cockpit, gerade für nicht SAP erfahrene User. Vermeiden so eben Redundanz durch eben Datenverteilung und Ähnliches. Dann sparen wir eine Menge Zeit, die wir sonst mit der Suche nach unseren Daten verbringen. Und selbst wenn wir den Weg kennen, wir müssen ihn doch immer entlang klicken, also auch dann sparen wir Zeit. Und ja, die Daten, die wir hier aus unserem SAP Backbone holen, sind natürlich immer up to date und damit kommen wir eben dem Single Source of Truth einen Schritt wieder näher. Und zu guter Letzt nochmal die Betonung, das Ganze ist hoch anpassbar an ihre Bedürfnisse und ihre Business-Szenarien. Und ja, damit möchte ich auch abschließen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch Fragen haben zu unserem Koristo SAP Object Document Explorer und auch anderen PLM-Themen natürlich, melden Sie sich gerne bei uns über meinefrage@koristo.com und nehmen Sie Kontakt mit uns.